Man kann hier ein sogenanntes Galileo-Thermometer erkennen. Das besteht also aus einem Zylinder, in dem sich eine Flüssigkeit befindet. Und hier sind so verschiedene Kugeln, an denen Temperaturmarken angebracht sind. Hier unten steht zum Beispiel, an dieser Kugel hängt eine Plombe mit 18 Grad Celsius, 20 Grad Celsius hier. Diese rote Kugel hat 22 Grad Celsius, die grüne und die schwarze haben jeweils 24 und 26 Grad Celsius. Und wenn es jetzt wärmer wird, dann bewegen sich diese Kugeln und zwar so, dass immer die unterste Kugel von denen, die im oberen Bereich des Zylinders schweben, die aktuelle Temperatur anzeigen. Im Moment haben wir also hier 20 Grad Celsius. Ich werde gleich die Temperatur so ein bisschen erhöhen. Prinzipiell funktioniert ein Galileo-Thermometer also so, dass die Flüssigkeit im Zylinder sich mit Erwärmung ausdehnt, also mit steigender Temperatur ausdehnt und dadurch ihre Dichte verringert. Und diese anderen Kugeln mit der bunten Flüssigkeit, das sind also gefüllte Glaskugeln mit einer anderen Flüssigkeit, die dann sich hier in dieser Flüssigkeit mit der veränderten Dichte bewegen können. Ich werde jetzt mal versuchen, die Temperaturen ein bisschen zu erhöhen. Ich fasse das jetzt also hier mal an. Und man kann schon sehen, dass die Kugeln sich hier leicht bewegen. Je wärmer es wird, desto mehr passiert. Jetzt müsste gleich diese 20 Grad Celsius Kugel, das ist also diese Kugel hier, sich deutlich nach unten bewegen. Ich werde das jetzt hier also mal ein bisschen stärker anfassen. Hier so ein bisschen Reibung erzeugen, dass die Temperatur also hier sichtbar steigt. Das macht schon etwas aus. Natürlich kann man auch andere Hilfsmittel nehmen, zum Beispiel einen Föhn. Aber ich greife jetzt hier mal fest drum, um zu zeigen, dass sich diese Kugel bewegt. Hier muss man ein bisschen Geduld haben, bis es hier in dem Zylinder deutlich wärmer wird. Warten wir jetzt einfach mal ab. So, jetzt tut sich ein bisschen was. Ja, es sind noch so Schwankungen. So, jetzt werde ich mal ein bisschen Unterstützung holen. Einen Moment. Und jetzt sieht man sehr schön, dass die Kugeln hier deutlich absinken. Die Temperatur ist hier also deutlich gestiegen. Das Glas fühlt sich jetzt auch wärmer an. Sind wir also mindestens hier bei 24 Grad Celsius. Jetzt sacken sogar die beiden oberen Kugeln hier
noch ab. Das ist das berühmte Galileo-Thermometer.